Nicht nur ich kann grandiose Songs machen. Yo, ich bin ein Profi. Oder ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Heftige Songs, sondern scheinbar auch Hawkmoth. Nämlich schauen wir uns heute das Musikvideo und den Song von Hawkmoth an. Ja. Hallihallo, Hallöchen, Leute. Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir, von Brody, euren Brody. Ja. Erst wünsche ich euch eine fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt gestern einen wunderschönen Heiligabend gehabt. Habt megamäßig krasse Geschenke auspacken können. Ja, Hawkmoth ist scheinbar musikalisch begabt und hat einen eigenen Song. Und wenn ihr weitere solche Videos kennt, die zu Miraculous passen oder zu anderen Serien, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr die Idee gut findet, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Lass mich sagen, legen wir los, auf los, geht's los. Nuru, give me a beat. Oh, natürlich die englische Originalstimme. Leider gibt es keine Version davon auf Deutsch, oder ich habe es nicht gefunden. Aber die ist richtig saftig, knaftige Stimme. Und im Englischen heißt der Kwame Nuru. Heißt der im Deutschen auch so? Ich glaube, Nuru heißt im Deutschen, ja. Aber ich muss auch fast sagen, ich finde die deutsche Stimme doch ein bisschen besser. Und Nuru muss jetzt einen Beat machen. DJ Nuru. Ich stelle mir schon so vor. Nuru am DJ-Pult. Auch wenn Nuru gerade so aussieht, als hätte er gar keinen Bock drauf. Was? Ich soll einen Beat machen? Genau, sie guckt da. With a cane in my hand, oh. And a mask on my face. Oh, geil. Ist ein bisschen auch Lyrics-Musikvideo mit Text dabei. Oh, klingt richtig cool. Eine Beat, den Nuru gedroppt hat oder gegiven hat, klingt echt gut. With a cane in my hand. Cane heißt wahrscheinlich dann dieser Gehstock, den er hat. Das heißt, Cane in Sense übersetzt. Hund. Was? Auf Italienisch heißt Cane Hund. Aber das ist nicht das, was ich suche. Englisch suche ich. Stock. Arschstock. Spazierstock auch. Vor allem auch die Mask on my face. Und dann wechseln sie zu seinem Gesicht rüber. Weil sein Gesicht ja hier auch irgendwie so eine Maske ist, wie er eigentlich drauf ist. Ah, ist auch gut geschickt hier im Schnitt. Geil. I'll turn this tragic city to a far more evil place. Im Hintergrund auch hier der Gorizilla mit Scarlet Moth, hieß der, glaube ich, ja? Dieses krasse Staffelfinale, ja. Ich meine, es ist ja in der Position bewusst. Und hier der Text auch so richtig getrackt auf dem Polizeiwagen, während die beiden fast zerquetscht worden wären durch Hawkmoth. Also, ja, böse, definitiv. I give the forgotten a chance to be reborn. Er sieht sich auch selbst als, auch ein bisschen als Held, als Chancengeber, als große Macht, die den vergessenen Leuten eine Chance gibt, wiedergeboren zu werden. Klar, die Leute, die traurig sind, die nicht gut gelaunt sind, kriegen ja neue Kraft von Hawkmoth. Stimmt ja auch wie so ein bisschen. Er gibt schon irgendwie Sinn, weil er gibt den Leuten, die halt vergessen wurden, irgendwie, die traurig sind aus irgendwelchen Gründen, nochmal eine Chance, dem Rampenlicht zu stehen. Ja, neugeboren zu werden. I hear the darkest secrets and allow them to transform. Sorry, Leute, ich übrigens so auf stoppen muss, aber ich muss das machen, weil sonst wird sich auch erstmal überhaupt gesperrt und zweitens mal, wie ich auch stoppen, lol. Und er hört sich die dunkelsten Geheimnisse von denen und erlaubt ihnen, sich zu transformieren. Hier auch diverse Beispiele, hier der Sandboy. Ich würde so gerne den Sandboy nochmal sehen, der hat so eine geile Fähigkeit. Das ist auch so geil designt. Der Vater von Chloe und Frightening Gale und Chloe. Ah ja. Oh, was? Ich kann gar nichts erkennen. Was stand da gerade? A troubled soul cries. Eine beängstigte Seele weint. Und hier ist Kim. Akumatai. Fly my faithful servant. Alter, was für Englische benutzt. Ha, geil. Fliege mein glaubenswürdiger Diener. Dark Wings Rise. Ist es der Spruch, wie er sich verwandelt im englischen Original? Weil ich weiß ja, dass die im englischen Original andere Sprüche haben. Zum Beispiel bei Ladybug sagt er, glaube ich, spot on, Tiki. Tiki, spot on! Wegen den Punkten. Und bei Adria irgendwas mit Claws und sowas. What? Cool down! Aber im Deutschen sagen sie ja nur, verwandle mich, ja. Das Einfache ist, auch wenn es irgendwie cool ist. Verwandle mich! Ich hätte noch was Deutsches übersetzen können, so. Weil ich weiß nicht, was ich besser finde. Ich habe verwandlungseinheitlicher. Schon cooler, so. Finde ich jetzt, ja. Auch wenn die individuellen Namen auch sehr kreativ sind und sehr individuell, ja. That rotten little cat and that pesky little girl. Once I have them miraculous, then I'll rule the world. Ah, da wollte er auch die Welt erobern. Es war ja auch lang so, dass Hawkmoth in seinen Folgen gesagt hat, er will die Welt erobern, Weltherrschaft will er haben. Und von der Mutter war nie die Rede irgendwie. Aber jetzt am Ende ist es erst so, dass er auch so auch selbstlos handeln will und die Mutter eigentlich retten will. Das war jetzt der Spieler meist später der Punkt. Und er sagt zu seinem eigenen Sohn, die verrottete kleine Katze. Oha. Ah, wenn er wüsste, dass sein Sohn ist, verrottet vor allem. Und das pesky little girl. Was heißt denn pesky? So viele englische Wörter, die ich gar nicht kenne. Lerne ich sogar noch was. Krass. Pesky ist nervig. Nie gehört. Die verrottete kleine Katze und das nervige kleine Mädchen. Klingt richtig cool irgendwie. I will win and I will Details. Ehrlich, Lyrics ist auch, wo kein Schreibfehler drin ist, anders als bei meinem Intro. Wo Akuma mit 2K geschrieben ist und ich hab die Originaldatei nicht mehr. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen, diesen Fehler. Er wird immer da drin bleiben, in jedem Intro akkumatisiert, falsch geschrieben. Ah! Aber auch geile Hook. I will win and I will rise. Paris is akkumatized. Voll geil irgendwie. Und hier macht dieser Animationsfehler, der mich übelst triggert, hier mit dem Fenster und dieser Dings, dass sie weitergeht. Das werde ich nie vergessen. Nein! Oh.
Miraculous will be mine. Oh, habe ich den Text so ein bisschen erraten kann, was kommt. Geil. Er sagt noch keine Geheimnisse mehr und keine Lügen, denn bald hat er die Miraculous. Aber er ist so der größere Lügner und Geheimnisträger hier. Oder will er das danach dann, wenn er die Miraculous hat, will er die Geheimnisse und Lügen beiseite schieben. Gut, dann, wenn er die Miraculous hat, dann weiß er auch wahrscheinlich, dass sein Sohn Cat Noir ist. Und dann gibt es auch keine Lügengeheimnisse mehr. Und dann weiß sein Sohn auch, dass er Hawkmoth war. Ich bin so gespannt, wie es dann ausgeht, wenn ich es erfahre. Irgendwie müssen sie es erfahren. Dann werden sie sich doch hassen gegenseitig, oder? Ich weiß ja nicht. Nice, die Lache. Oh, Neuro, let it break it down for you. Haben sie extra auch animiert das auch, dass er dafür noch so in die Kamera das sagt? Oder haben sie Szenen aus der Serie genommen, wo die Mundbewegungen ähnlich sind und dann das so darüber gelegt? Ich glaube, dass sie wirklich extra dafür animiert haben, weil es auch viele Stellen hier zeigen, die wir aus der Serie, aus den Folgen ja auch kennen. Also ich glaube eher, dass es so gedacht ist und es nur so aussieht, als würde es sich darauf synchronisieren, so den Text. They do not know the power. They waste preventing crime. Soon it's Hawkmoth's time. Oh, beides Hawkmoth's time. Ja. Warum hat Ladybug und Captain Whitey so einen geilen Song? Hä, wirklich? Gut, die haben ja einen Song. Ich bin Ladybug, bringe dir Glück. Aber nicht so was Cooles, hä? Yeah. Vor allem, die wissen die Kraft nicht und die verschwenden sie, weil sie die Verbrechen jagen oder verhindern. Lol, das ist ja deren Job. Das sollen sie ja machen. Da sollen sie Power nutzen, wie zu Dean Meister oder was. Ich glaube so selbst nicht. Tö. These heroes are a joke, but while they play their silly games. Oh, die kleinen Spiele. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hawkmoth da oft da steht und ich denke so, ach, diese Kinder, die da immer ihre Liebesspielchen da spielen, diesen Kindergartenkram. Sie denkt wahrscheinlich genauso wie ich, wenn er die Serie gucken würde, würde ich wahrscheinlich genauso denken. Was labert ihr eigentlich? Haut doch endlich rein und seid zusammen oder nicht? Weil es ja irgendwie sind auch Kindergarten. Sein Plan geht in die Aktion, um den richtigen Namen herauszubekommen. Hat er bisher aber nie versucht irgendwie. Er hat es ein paar Mal versucht, glaube ich, den Namen rauszufinden, aber er hat es nie wirklich jetzt wirklich versucht. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, einen Bösewicht zu akkumulieren, dass er unsichtbar ist und dann einfach die Ladybug und Cat Noir einfach stalkt. Erstmal macht er Terror, dass die rauskommen überhaupt und dann einfach verfolgen. Oder zwei Leute akkumulieren. Er hätte entweder alle rote Schmetterlinge losgeschickt, um alle zu akkumulieren gleichzeitig oder halt noch einen. Aber wieso hat er nicht mal versucht, so einfach nur zwei rauszuholen? So einer macht Terz, ja, ich bin da, das Ladybug und Cat Noir kommt. Der andere verfolgt die danach, wie der andere besiegt wurde. Wäre ich doch perfekter Plan, oder? Würde doch auch so gehen. Auf solche Ideen kommt er wieder nicht. Also, ja, mach mal Hawkmoth jetzt. Oh ja. I will rise. There is akumatize. Ich komme mir den Song auch so ein bisschen bekannt vor. I will win and I will rise. Irgendwo kommt mir die Hook auch bekannt vor irgendwie. Wir wissen ja auch das Intro von Miraculous Ladybug ja auch ein bisschen, sag ich mal, geklaut ist von diesem anderen Song. Habe ich beim ersten Video schon mal gezeigt. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Das ist doch eine sehr starke Ähnlichkeit zu dem. Ich bin Ladybug. Ja, ist sehr ähnlich, ja. Ist übrigens, weil viele gefragt haben, wie der Originalsong heißt. Er heißt Nec Laura Non Che von 2010. Mir kommt mir der Hawkmoth-Song auch bekannt vor, so. Miraculous. Wie doch die Texte hier in das Logo immer reinblenden. Miraculous, miraculous, miraculous. Übrigens, miraculous. Schon gewusst, dass es miraculous ist? Miraculous. 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 Wie viele Miraculous-Logos willst du haben? Ja. Komplett voll Miraculous. Ah ja, okay. Wir wissen es langsam. Ich glaube auch, der Song irgendwie spielt nach dem ersten oder zweiten Staffelfinale. Ich weiß nicht, wo genau der Scarlet Moth vorkam, aber ich glaube, danach spielt der Song irgendwie so. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich habe auch alle Hawkmoth-Versionen ja eingeblendet von dem coolen Animationsstudio, wo Hawkmoth-Mütze nicht komplett schwarz ist, sondern hier silbern, wie ich es am besten finde, so wie sie ist, ja. Auch eine geile Lache. Ich weiß nicht so recht. Mag ich die von Hawkmoth? Also, mag ich vom deutschen Hawkmoth oder vom englischen Hawkmoth? Hier ist sie auch ein bisschen verrückt, aber ich glaube, vom deutschen ist sie tiefer, ein bisschen. Ah, weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, ich finde die deutsche besser. Aber ich will auch mal einen Song vom Deutschen hören jetzt. Sing es doch mal nach, deutscher Hawkmoth, bitte. Ich will es auch genauso auf Deutsch haben. Und irgendjemand draußen, der singen kann, mach den Song bitte jetzt. Ich kann es nicht machen, meine Stimme. I will win and I will... Ich muss auf Deutsch singen, ne? Ich werde gewinnen und ich werde steigen. Bis Paris akkumatisiert wurde. Man sollte vielleicht einen Text umschreiben, ja. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da. Abonniert, dann aktiviert die Glocke, dass ihr nichts weiter verpasst. Und checkt hier oben auf dem i alle meine bisherigen Miraculous-Reaktionen aus. Und checkt gerne das Video von gestern ab. Denn das war mal was Neues. Gestern kam nämlich ein Gameplay-Video raus. Checkt mal ab. Ansonsten, ciao.